Ah, Yamchu, da bist du ja. Im letzten Training bringe ich dir meine beste Fähigkeit bei. Besiege mich in diesem Übungskampf, dann bringe ich sie dir bei. Aber es gibt eine Bedingung. Beende ihn mit der Wolfszahnfaust. Nimm's nicht persönlich, das ist keine Fähigkeit, die ich einfach so lehre. Bist du bereit? Jawohl. Besiege Yamchu per Wolfszahnfaust, dann kriegen wir den Geisterball. Den hat er übrigens das allererste Mal gegen Shen eingesetzt, damals in Dragon Ball. Im großen Turnier. Das letzte Training mit Yamchu, ich glaube, das hat er auch seitdem nicht nochmal eingesetzt, bin ich nicht sicher. Kämpfe gegen ihn mit 100% Stärke und schließe mit der Wolfszahnfaust ab. Könnte sein, dass wir da jetzt verkacken, weil wir jetzt natürlich einen sehr niedrig-leveligen Charakter haben. Und das Training mit diesem Meister habe ich angefangen mit einem höher-leveligen Charakter. Schauen wir mal. Alter, wir ziehen dem kaum was ab. Wie kriegen wir das hin? Wir haben nur 5 Minuten Zeit. Kommst du wohl her? Sora, motto gumbare! Ashimoto ga orusu ninatteru ze! Oh, da haben wir ein bisschen Schaden gemacht. Das könnte aber sehr knapp werden. Wenn ich mir das ja anschaue. Ist das Ding daneben? Oh. Fliegen wir diesmal ein bisschen weiter runter. Weg, 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 weg. Nein! Verdammt, der hat uns getroffen. Jawohl, der hat gesessen. Alter, ist das hart, ey. Also ganz so schlimm hätte ich es mir jetzt auch nicht vorgestellt. Kaum zu glauben, dass ich das mal sage, aber Yamchu ist hier voll illegal. Das sieht gut aus. Wir haben noch über drei Minuten übrig. Wir haben mehr als die Hälfte seiner Energie runter. Das sieht gut aus. Wir könnten es schaffen. So, mal eben schnell geheilt. Oh. So langsam müssen wir die Wolfstechnik einsetzen. Wolfstechnik sollen, damit sollen wir ihn nämlich besiegen. Verdammt. Wenn wir ihn mit irgendwas anderem besiegen, dann haben wir ihn aufgeschaltet. Düs mal weg. Nämlich mein Kier aufladen. So. Verdammt, hat nicht gereicht. Müssen wir nochmal machen. Jawoll! Kampfekida! Kore de omae mo ichininmae da na! Zack, da kriegen wir auch nochmal ordentlich Erfahrungspunkte. Ich zeig dir was Besonderes, kriegen wir hier. Und den ultimativen Angriff Geisterball. Den er gerade gegen uns eingesetzt hatte. Puh, ich gebe auf, du hast mich besiegt. Anscheinend hast du die Fähigkeit gelernt. Den Geisterball. Sie ist schwer zu kontrollieren, aber du schaffst das sicher. Gut gemacht, als der Meister bin ich stolz auf dich. Ich kann dir nicht mehr beibringen. Nun bist du selbst ein Meister. Danke, dass du mein Schüler warst. Das war ein tolles Erlebnis. Ich hoffe, dass dir meine Fähigkeiten in den zukünftigen Kämpfen helfen werden. Bis später.
Das Training mit Yamchu ist beendet. Jawoll! Wir sind ja mal Level hochgekommen, deswegen werde ich mal hier Punkte verteilen. Zack. Grundangriff. So. Wolfszahnfaust kann ich wieder abrüsten, sozusagen. Den Geisterball, den brauche ich nicht. Was machen wir denn? Gespielter Tod? Nein. Nehmen wir... die Herrscherklinge? Nee. Wir könnten natürlich das Kamehameha nehmen, aber wir sind ja ein Dämon. Wir wollen natürlich kein Kamehameha als... Weil wir sind kein Dämon. Piccolo war ein Dämon. Gehen wir alles zurück. Wir sind Namekianer, da kommt das mit dem Kamehameha einfach nicht so gut. Samstagsknall. Baba, strahlender Freitag, Bomber. Kanekstrahl, Blitzhieb. Finish Breaker, Glanzschuss, Rico, Schredderblitz. Der ist eigentlich ganz cool, aber der braucht ein bisschen zu lange, um abgefeuert zu werden. Flintenschuss, Frierstrahl, Energieschuss. Weißt du was? Nehmen wir den Urknall. Was soll's? Ist von Vegeta eine Attacke, aber egal. Yamchu, was willst du denn noch hier? Ich soll trainieren. Ich sollte trainieren, sonst wird mein Schüler besser als ich. In Ordnung, machen wir einen Übungskampf. Um mich zu motivieren, bekommt der Gewinner einen tollen Preis. Okay, warum nicht? Besiege Yamchu. Da können wir noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Dann leveln wir wieder ein bisschen auf. Das kann nicht schaden. Sparring mit Yamchu. Wir müssen uns übrigens einen neuen Lehrer suchen. Von ihm haben wir nämlich ausgelernt. Das war der Urknall. Ich finde es schade, dass ich nicht Piccolos Fähigkeiten habe. Könnte ich unsere Namekianer auch mit Piccolos Fähigkeiten ausrüsten. Da wäre das noch stilechter. Aber was soll's. Ich kann es nicht ändern. Eventuell schalten wir die ja noch frei mit unserer Parallelquests. Zack, Level up. Hau ab, sonst bist du dran. Ah, davon hatten wir aber schon einen. Glaube ich. Keine Ahnung. Du bist ganz schön stark geworden. Ich habe fast mit voller Kraft gekämpft. Fast mit voller Kraft. Ja, ja, das behauptest du auch nur. Können wir mal gucken. Nee, hatte ich noch gar nicht. So, hier. Z-Seele von Yamchu. Und hier auch von Yamchu. Aktiviert bei Kampf gegen alle Werte gesteigert, sinken dann aber. Nö, ich bleib bei meiner Super Shenlong. Z-Seele.